War Tim Jacken schon immer so cringe? Heute schauen wir uns seine Fitness-Transformation an. Meine 120 Tage Fitness-Transformation von Tim Jacken. Let's go. Das wird jetzt ein ganz weirdes Video an der Stelle. Hi, das hier war ich vor gut 4 Monaten. Nein, was hast du getan? Ein kleines, dünnes Läuchlein. Aber warum war ich vor 4 Monaten eigentlich so dünn? Naja, ich habe mich Ende letzten Jahres dazu entschieden, kein Fleisch mehr zu snacken und den bin ich richtig dünn geworden erstmal. Und naja, ich dachte mir Anfang des Jahres auf jeden Fall, ich will nicht... Das passiert, wenn ihr kein Fleisch mehr isst. Spaß beiseite, natürlich geht's auch vegan. So aussehen, weil naja, da ist definitiv viel zu viel Knochen zu erkennen. Selbst die Hunde auf der Straße haben mich immer schon so gierig angeguckt. Aber anstatt jetzt einfach mehr... Ey, kann das sein, dass sein Humor vor 3 Jahren besser war? Also ich verfolge ihn jetzt nicht so krass, aber ich muss sagen, sein Humor gefällt mir bei dem Video. Essen dachte ich mir, ey, was kann man eigentlich aus diesem Dreckskörper so alles rausholen? Ja, und dann habe ich einfach mal Jess angeschrieben. Jess ist Personal Trainer, vor allem spezialisiert auf Leute, die jetzt nicht so unendlich viel Zeit in ihrem Leben haben, also gut für mich, weil ich jetzt nicht so, ich sag mal, mehr als 4 Stunden die Woche für Fitness investieren kann, weil es einfach sonst mit meiner Arbeit und mit allem drumheran halt einfach nicht in mein Leben passt. Und Jess Antwort war ungefähr so, hey, ich trainiere dich, ich mache aus dir... Dann habe ich halt Jess meine Lebenssituation so ein bisschen erklärt, auch mein Essverhalten so ein bisschen beschrieben, weil er dann halt so ein, quasi so einen Plan auf mich angepasst gemacht habe, damit ich jetzt keine großen Einschränkungen im Essen habe, aber trotzdem halt healthy esse und halt esse so, dass es halt für das Fitness gut ist und halt generell alles so optimiert, dass ich halt nicht so die krassesten Einschränkungen habe und ich mein Leben eigentlich, bis auf vielleicht so 4 Stunden, die ich halt extra investiere, ganz normal weiterleben kann. Ja, man muss gar nicht so viel investieren, wie viele denken. Wenn du sehr wenig Zeit hast, gehst du 3-mal die Woche zum Sport und machst 3-mal die Woche einen Ganzkörper-Trainingsplan. Und was das Essen angeht, einfach nur darum kümmern, dass die Proteine drin sind, ein bisschen Gemüse und Obst, so ein bisschen halt die Grundlagen der Ernährung. Das reicht schon. Mehr muss man nicht machen, um stabil auszusehen. Eigentlich sind Jess und ich dann trainieren gegangen, damit er mir so ein paar Übungen zeigen kann, so ein bisschen zeigen kann, wie die Übungen funktionieren, wie viel Gewicht ich für die Übungen benutze, wie viel Wiederholung ich machen soll und so. Aber als wir in Training gegangen sind, ist uns vor allem aufgefallen, nee, mein Körper, der ist ja richtig im Arsch. Also vor allem ist uns aufgefallen, wie schief mein Rücken ist und wie unfassbar ungelenkig ich bin. Also, really, ich bin halt so ungelenkig, dass ich halt gewisse Übungen wie Squats oder Kreuzheben, konnte ich halt vergessen. Das ging halt nicht. Ja, und dann hat Jess mir erstmal das hier gesagt. Lern euch mal deine Basics, Junge. Also hieß es erstmal, Dinge fixen, dehnen, sich in den Essensplan halten und meine Basics lernen. Dann habe ich halt angefangen zu trainieren mit den Sachen, die Jess mir gesagt hat. Und shit, Alter, der Plan war richtig zerfickend. Also, hey, aber man muss sagen, der Klimmzug sieht gut aus an der Stelle für einen Anfänger. Ich habe mir einen Plan zusammengestellt, der halt innerhalb von gut 60 Minuten so umsetzbar war im Gym. Aber du gingst halt raus und dachtest dir so, das war heavy. Aber dazu, weil ich auch Bock drauf hatte, habe ich auch manchmal so ein paar, ich sag mal, kleine Spielereien gemacht, war irgendwie so, habe irgendwelche Tricks gelernt oder sowas in der Art. Ah, oder habe mich auch einfach auf die Massagebank gelegt, die wir im Fitnessstudio haben, die übrigens auch sehr geil ist. Das ist so eine Wassermassagebank. Dann wirst du mit so Wasserstrahlen massiert und, oh, ich lieb's. Aber ohne muss ich sagen, ich hatte richtig Bock, richtig hart durchzuziehen. Ziehen! Und weirder Flex an der Stelle zwar, beziehungsweise das ganze Video ist ein ganzer weirder Flex. Hat der weirder Flex gesagt, das bin ja ich? Ich habe auch hart durchgezogen, kann man so sagen. Beziehungsweise, ich habe manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu hart durchgezogen, weil es gab eine Situation, wo ich wirklich dachte, Alter, ich kann nicht mehr. Ich krieg gleich um, wenn ich weitermache. Aber mein Kopf war wirklich so, mach weiter, ziehst das Training durch und machst noch die letzten Wiederholungen. Ja, und dann ist halt zum Beispiel sowas passiert. Ich weiß, diese Ausführung ist gerade unfassbar kacke, aber ich war auch am Ende des Trainings und ich hatte... Heilige Scheiße. Wirklich, nimmt lieber weniger Gewicht und achtet auf die Ausführung. Das, du willst ja den Schultermuskel treffen und nicht irgendwie deinen Nacken oder deinen Rücken, was an der Stelle wahrscheinlich passiert. Gar keine Kraft mehr, ich wollte nur noch die Übung machen. Ich zensiere das jetzt wahrscheinlich hier gerade, weil es zu wack aussieht. Aber ja, sowas ist leider nicht nur einmal passiert, sondern öfter. Und ja, ich weiß es. Ja, das ist der typische Nährstoffmangel eines Veganers. Nein, Spaß, aber wenn ihr wirklich so ein Blackout habt, dann sollt ihr wirklich checken, ob ihr nicht irgendwelche Mängel habt. Das kann auch daran liegen. Nicht gut zu trainieren, dass dir wirklich teilweise schwarz vor Augen wird, dass du umfällst, whatever. Aber in meinem Kopf war ich wirklich so, ey, zieh jetzt verdammte Scheiße durch. Du wirst ja sehen, wenn es zu viel ist, dann kippst du halt um. Passiert halt. Ja, war halt meine Einstellung. Ist eine dumme Einstellung, ich weiß. Aber sie hat mich irgendwie so ein bisschen vorangebracht, weil ich halt oft auch dann natürlich nicht umgefallen bin und halt die letzten Wiederholungen auch noch
geschafft habe, ne? Ich hätte einfach Bock, am Limit zu gehen, weil ich denke, wenn man an sein Limit geht, dann schafft man halt irgendwie nächstes Training wieder mehr. Naja, und so habe ich auf jeden Fall ein bisschen trainiert, habe die Basics auf jeden Fall gut verinnerlicht, habe mich gut gedehnt und dann kamen wir zur Phase 2. Ja, wie die Überschrift schon sagt, ging jetzt das große Fressen los. Aber tatsächlich so geplant, dass ich gar nicht sehr viel Fettmasse zu mir nehme, sondern wir haben halt das Training so angepasst, dass ich halt die überschüssige Energie, die ich hatte, halt direkt wieder benötigt habe und direkt wieder in Muskelmasse umgewandelt wurde. Und damn, dieses Training war anders hart. Zum einen, weil ich halt dadurch, dass ich meinen Körper so ein bisschen gefixt habe, jetzt auch richtige Squats und richtiges Kreuzheben machen konnte. Und diese Übungen, ich sag mal, ganz gut reingescheppert haben. Dazu will ich jetzt halt den... Ja, so Squats und Kreuzheben, das haut schon einen richtig weg, wenn man richtig ans Limit geht. Da kackt auch schon der Kreislauf ein bisschen ab. Erfolgsplan von Jesse nicht verraten, aber nach außen kann man auf jeden Fall kommunizieren, dass ich halt nach jedem Training entweder mehr Gewicht drauf tun konnte oder mehr Wiederholungen geschafft habe. Und besonders in dieser Zeit, wo ich sehr viel gefressen habe und wir diesen Plan gefahren sind, der mich auch körperlich ordentlich gebumst hat, habe ich auch echt gute Fortschritte machen können. Egal ob jetzt Ausführung, Gewicht, Wiederholungen oder halt auch Fortschritte, wie halt mein Körper aussieht. Also ein paar Muskeln damals waren dann schon da, kann man sagen. Was aber auch daran liegt, dass ich halt schon 2-3 Mal in meinem Leben ganz gut trainiert war und dadurch halt eine gewisse Muscle Memory halt noch vorhanden war. Und durch Muscle Memories, die Fitness-Andys von euch wissen's, kriegst du halt vor allem am Anfang echt gute Fortschritte hin. Aber und generell als Anfänger oder wenn du lange Pause gemacht hast, zählst du halt wie ein Anfänger, baust du halt viel schneller auf, vor allem wenn du gerade im Überschuss bist, du fängst gerade an, wieder richtig zu trainieren, mit Plan, mit Trainer, dann läuft's auch schon mal schnell. Aber ihr könnt jetzt keine Wunder erwarten, ne? Also ihr denkt, könnt jetzt nicht 10 Kilo Muskelmasse in 3 Monate aufbauen. Da braucht ihr dann doch schon eher 1 oder 2 Jahre. Als alles super gut funktioniert hat, als so richtig Schwung in der Kiste war, passierte das hier, ne? Meldung, Fitnessstudios müssen endgültig schließen. Ja, ganz ehrlich, das war ein bisschen ungeil dann. In einer halben Stunde schließt das Gym und danach ist erstmal Corona-Pause. Ich denke mir so, ey, ich mache dann 3 Monate Transformation. Und dann meinst du Corona. Nope. Ich habe jetzt richtig durchgezogen die letzten Wochen. Ja, aber was will man machen, ne? Also Gesundheit geht halt immer vor. Also versteht mich nicht falsch. Fitnessstudios zu schließen war die richtige Entscheidung und war super, super notwendig. Aber es hat trotzdem Dämpfer, wenn du halt gerade richtig Bock hast durchzuballern. Ja, ob das die richtige Entscheidung war, sei mal dahingestellt jetzt im Nachhinein. Aber das war auf jeden Fall eine sehr nervige Zeit. Da war ich draußen trainieren. Hab Dips gemacht, Klimmzüge, Liegestütz, was man halt so machen kann. Also man kann trotzdem zu Hause noch viel machen. Und halt nicht mehr darf's, ne? Also hieß es dann Homeworkout. Also Jess mir einen neuen Plan gemacht, hab mir die ganzen Übungen erzählt, war auch teils via Skype da, damit er sehen kann, dass ich die ganzen Übungen noch richtig ausführe. Und dann Abfahrt wurde Homeworkout-mäßig weitergeballert. Sie einfach mal ballern. Und shit, ich hätte nicht gedacht, dass man mit Hilfe von Ringen, einer Klimmzugstange und einem Tisch sich so hart zerbumsen kann. Ist echt schwer. Und ich hätte vor allem nicht gedacht, dass sich Bodyweight-Training so scheiße geil anfühlt. Also dadurch, dass man halt so eine krasse Körperspannung überall halten muss. Der Bumster zum Beispiel, wenn man eine Schulterübung macht, hält nicht so die Schultern, sondern halt, ja, so gefühlt den ganzen Körper. Und oh, das Gefühl ist geil. Wenn du so nach einer Übung einfach auf dem Boden liegst und dir denkst, Hilfe, ich möchte sterben. Man muss sagen, die Ausführung sieht richtig gut aus, dafür, dass er lange Pause hatte. Aber er hat ja gesagt, er war mal trainiert. Da hat er wahrscheinlich noch die Ausführung im Kopf gehabt. Geiles Gefühl. Also klang jetzt ein bisschen komisch, aber ist halt wirklich so. Also die Übungen, die ich jetzt teils auch einblende, habe ich auf jeden Fall in Kombination mit gutem Essen und Muchos Proteins ja, ganz gut durchgezogen, glaube ich. Und Boys, Alter, eine Sache kann ich euch sagen, Ernährung macht so unfassbar viel aus. Also natürlich gab es 1-2 Wochen, wo ich mich auch mal ein bisschen scheiße ernährt habe, mir irgendwie Pizza bestellt habe, morgens aufgewacht bin und dachte mir, ey, ich baller mir erstmal eine Packung Cornflakes rein. Und in diesen Wochen habe ich halt sofort gemerkt, so ey, meine Leistung sofort scheiße. Also gut, es hat so viel ausgemacht, wie viel ich in der Woche dann an Fitnesssachen geschafft habe. Das ist heavy. Also stay healthy und abonniert den Kanal, weil dann bekommt ihr den großen Bizeps. Mhm. Ja, aber bevor wir uns das Endergebnis angucken, müssen wir, glaube ich, noch über einen bestimmten Punkt reden. Natürlich gab es auch die Wochen, wo ich mir dachte, ey, ich habe so gar keinen Bock. Ich will einfach nur mit meinem faulen Arsch im Bett liegen und einfach nichts tun. Dazu gibt es ja auch beim Training die Situation, dass man eigentlich voll im Arsch ist. Willst du dich auch so aussehen wie dein Lieblings-Anime-Charakter? Allein das sollte dich schon motivieren, ins Gym zu gehen. Schau dir einfach eine Folge Dragon Ball an, okay?
und sich so denkt, ey, mache ich jetzt noch einen Satz oder breche ich ab? Oh, baller ich noch die letzte Wiederholung durch oder baller ich es denn nicht durch? Und ich persönlich glaube, dass wenn man sich in solchen Situationen immer sagt, ey, fuck, ich mache noch eine Wiederholung mehr, ich mache noch einen ganzen Satz mehr, ich baller noch 5 Kilo drauf oder so, dass diese Situation, wenn man da durchzieht, auf Dauer echt viele Auswirkungen auf den körperlichen Fortschritt hat. Aber um das auf Dauer gut durchzuziehen, braucht man doch oft eine richtig gute, dicke Motivation. Meiste. Natürlich ist die perfekte Motivation, wenn man sich sagen will, ich möchte meinem Körper was Gutes tun, ich möchte einfach körperliche Ziele erreichen, ich möchte einfach einen gesunden Lebensstil haben. Wenn das die Motivation ist, ist es halt perfekt. Aber ich glaube, jeder, der mal ein bisschen Sport gemacht hat, weiß, das ist halt nicht immer die Motivation, die man immer zu jedem Zeitpunkt da hat, ne? Weil es gibt halt oft Situationen, wo man sich denkt, scheiß auf meinen Körper, werde ich halt fett, ich will jetzt einfach chillen. Als ob das nicht jeder schon mal gedacht hat, der viel Sport macht. Aber tatsächlich hat eine Sache mir aus solchen Situationen oftmals so ein bisschen, ich sag mal, rausgeholfen. Und zwar, ich wollte ein geiles Video drehen. Ich wusste von Anfang an, dass ich aus diesem Fortschritt ein Video... Auch eine Motivation, ein cooles Video zu drehen, eine coole Transformation. Warum nicht? Möchte. Und ich wusste, das Video wird nicht so geil, wenn ich halt kaum Fortschritt habe. So, was soll ich dann zeigen? So, oder? Hey, guck mal, mein Bizeps ist 1 Zentimeter größer geworden. Cool. Wow. Das ist ein Kackvideo. Aber ich wollte ein cooles Video. Und dann dachte ich mir halt, ey, um das Video gut zu machen, muss ich jetzt halt durchballern. Ballern und ziehen. Klingt erstmal dumm. Aber tatsächlich war das der Ansporn, mal einen faulen Arsch manchmal hochzubekommen. Und maybe ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr mal in so einer Situation seid, wo ihr einfach keinen Bock habt, dann denkt euch einfach irgendeine Scheiß-Motivation aus. Genauso wie man sich manchmal Argumente ausdenkt, um seinen faulen Arsch auf der Couch zu lassen. Manchmal sagt man ja, ja, ich hab doch Rückenschmerzen, ich kann heute keinen Sport machen. Ist ja nur eine Ausrede. Und genauso könnte man sagen, weiß ich nicht, ich will meiner Ex-Freundin eins reindrücken, deswegen mache ich jetzt extra viel Sport, damit die sehen kann, ich bin fucking Adonis geworden. Und ja, sollte auf keinen Fall eure... Oder stell dir einfach vor, wie du aussehen könntest, wie Prinz Vegeta oder einen anderen Anime-Charakter, aber du einfach nicht so ausschaust, weil du gerade nicht deinen Ass hochbekommst, okay? Stell dir einfach mal vor, bildlich vor, wie du immer fetter wirst, anstatt einfach mal loszugehen. Stell dir das bildlich vor, wie du in einem Jahr da sitzt und dich ärgerst, dass du immer noch nicht aussiehst wie Vegeta. Motivation sein, auf gar keinen Fall, Das wäre sehr krank, glaube ich. Aber ich finde persönlich, man darf diesen kleinen Cheat darf man schon mal benutzen. Ja, so, hätten wir den Punkt auch abgehakt. Und kommen wir jetzt zu dem wahrscheinlich spannendsten Punkt für euch im Video. Ja, natürlich wollte ich, wenn ich schon so eine Transformation durchziehe, auch gute Vorher-Nachher-Bilder haben. Ja, an dem Vorherbild konnte ich jetzt nicht viel ändern. Aber an dem Nachherbild konnte ich auf jeden Fall noch ein bisschen tüfteln, sag ich mal. So, und vor ungefähr 20 Tagen war ich theoretisch mit meiner Muskelmasse zufrieden, so quasi. Aber ich war halt noch ein bisschen... Ich sag mal, ein bisschen aufgebläht, ein bisschen specky. So sah ich ungefähr vor 20 Tagen aus. Ich zensiere mal mein Gesicht hier, weil mein Blick ist ultimativ dumm. Aber ich dachte mir, ey, ich will das Ganze definiert haben. Ich will, dass das Ganze noch geiler aussieht. Ja, und dann habe ich eine kleine Diät gemacht. Hat mich zwar sehr abgefuckt, weil Diäten sind scheiße, aber hat funktioniert. Also mein Körper war quasi fertig und dann habe ich halt mit mir selber einfach so ein kleines Posing-Shooting gemacht. Also ich habe die Kamera aufgestellt, habe Video angemacht und habe vor der Kamera gepostet. Also zum einen natürlich für die Bilder, aber zum anderen, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben auch so richtige Muskelstränge und so halbwegs definierte Muskeln einfach mal an mir gesehen habe, die ich halt vorher einfach noch nie gesehen habe. Ja, und war eigentlich schon ganz cool anzugucken. Aber natürlich dachte ich mir, ich möchte auch ein Bild von meinem vorderen Oberkörper. Zeig uns endlich deine Gains, Junge. Haben und ich möchte noch ein Bild von meinem Rücken haben. Und die zeige ich euch jetzt. Also nochmal, das hier war ich vor ungefähr 120 Tagen und das hier bin ich jetzt. Ja, ich muss sagen, sehr stabile Transformation dafür, dass es nur 120 Tage waren. Wobei, in 120 Tagen kann man als Anfänger gut was reißen. Da könnte man schon um die 3-4 Kilo Muskelmasse aufbauen. Und wenn man gleichzeitig Fett verliert und verbrennt, sieht das dann halt gut aus. Oder man sieht dann halt einen stark sichtbaren Unterschied. Man sieht, er hat Schultern aufgebaut, ein bisschen Arme, ein bisschen Brust, ja, vorher... war das flacher als die ein oder andere Dame an der Brust. Aber jetzt hat er da richtig Bubis bekommen und sein Sixpack ist sichtbar geworden. Also einen guten Sixpack-Ansatz. Ja, also man muss sagen, starke Leistung. Ich denke, das hat den einen oder anderen mit Sicherheit motiviert. Vor allem das Video hat einfach 1 Million Aufrufe. Ist schon krank. Ich bin zufrieden. Ich habe natürlich auch noch ein Bild von meinem Rücken gemacht. Das sieht so aus. Ja, also all in all muss ich sagen, ey, für 120 Tage... Ich sag zufrieden.
Der Unterschied sieht natürlich jetzt gerade krass aus, aber was man natürlich auch dazu sagen muss, ich weiß, wie man Licht setzt, damit Muskeln gut zum Vorschein kommen. Für das Shooting habe ich insgesamt eine ganze Stunde gebraucht, bedeutet, ich habe eine Stunde lang posiert, damit zwei Bilder zustande kommen. Das hier, diese beiden Bilder, sind der absolute Höchststand an Muskeln, die man an mir jemals gesehen habe, weil da war ich im absoluten Pumpzustand, habe davor ein richtig dickes, fettes Workout gehabt. Ja gut, ein bisschen aufgepumpt, ein bisschen Licht, aber trotzdem, auch ohne, würde man halt einen guten Unterschied sehen, würde ich sagen. Also er hat auf jeden Fall aufgebaut und Fett verbrannt. Dazu hatte ich schon eine gewisse Muscle Memory, was halt den Fortschritt einfach schon deutlich verschnellert hat. Und ja, das sind halt die beiden muskulösesten Momente aus meinem kompletten Leben. Das kann man nicht so sagen. All in all kann man sagen, ich bin echt happy, was ich in 120 Tagen mit dem Coaching von Jazz hinbekommen habe. Also ich bin gerade sehr happy mit meinem Körper, sag ich mal. Und was ich auch irgendwie krass finde, zwischen hier und hier liegen 20 Kilo. Also ich habe jetzt in dieser Zeit 120 Kilo, ja moin. Also ich habe in dieser Zeit 20 Kilo fast zugenommen. Hier habe ich 78 Kilo gewogen und jetzt gerade wiege ich ungefähr so 96 Kilo. Ja. So viel, heftig. Aber ich glaube, auf der linken Seite liegt vielleicht länger zurück, weil in der kurzen Zeit so viel zugenommen, da würde etwas mehr Fett dran sein. Oder er war halt wirklich ziemlich dünn. Mich würde jetzt interessieren, wie groß TJ ist. Der muss ja um die 1,90 groß sein. Happy, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Keine Ahnung, gerade irgendwas in die Kommentare. Ich weil nicht YOLO in die Kommentare schreiben, ist mir egal. Ja, und wer das Video liked und abonniert, hat mir morgen früh einen größeren Bizeps. Ciao. Ja, was kann man dazu sagen? Ein wirklich sehr gutes Video von TJ hat mir gefallen. Ich muss sagen, eine stabile Transformation, auch realistisch. Ich finde es auch gut, dass er am Ende sagt, dass das Bild mit Licht ist, mit Pump und so weiter, damit man nicht ein falsches Bild hat. Ja, alles in allem ein sehr gutes Video. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wie ihr seine Transformation fandet. Und ganz wichtig, abonniert doch diesen toxischen Reaction-Kanal. Danke fürs Zuschauen.